Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze im Urdes 1516, bin mit dem Rapmanda unterwegs. Auf El Haluf sind wir gelandet und wir dürfen jetzt hier gegen 9er und 10er antreten. Eine Arti und zwei Lights haben wir. Und für uns hieß es hier direkt Richtung Heavy Lane. Wir haben beide ultrastarke Haldorn-Panzer. Gut, der Zentaurin mit seiner Kommandoluke vielleicht nicht so krass, aber auf jeden Fall ausreichend gut. Und hier haben wir uns beide schon aufgeregt, ehe wir er innerhalb von 25 Sekunden einfach mal kurz sich verunfallt. Ist natürlich ein ätzender Start. Keine Ahnung, was da auch ihm sein Plan war, an der Posi einfach mal runterzufahren. Dementsprechend jetzt hier der Ruhe alleine, was die Leitsituation angeht und auch schon potenziell One-Shot nach nicht mal einer Minute. Boah. Tja, ich wollte ihm nicht im Weg stehen und auch links neben ihm stehen wollte ich nicht, weil wir dann beide schlucken würden. Ich habe dann festgestellt, dass es halt nur eine Arti gibt und dass, wenn man hier noch ein bisschen aufpasst an meiner Posi, dass man hier besonders als Udos wirklich easy stehen kann, müssten halt nur die Schüsse ankommen. Boah. Auf die IS-3-2, keine Ahnung, wo man da jetzt noch pieken muss. Wir waren ja oder sind ja beide gespottet gewesen hier. So, genau da wollte ich pennen, aber er ist leider nicht durchs Kettenrad durchgegangen. So, jetzt aber Zweckschaden. Ja, genau, komm noch mal, komm noch mal. Nach, komm. Zentimeter tiefer und er wäre geplatzt. So, auch der 30B ist greedy gewesen. Aber jetzt reicht es mir. Der 121B ist One-Shot. Der arme X30 wird dann wahrscheinlich fliehen. Ja, er rennt weg. Heißt für mich jetzt hier gar nicht nach rechts hinterherziehen. Dafür gibt es zu viele TDs. Erstmal hier ganz kurz. 505 von einem Met. 505. In die Turmseite von dem IS-3-2. So, beide haben, also einfach hinterherziehen. Backshot aufs E-75 sitzt auch. Und mit ein bisschen Glück können wir hier auch nochmal schießen. Zack. Guckt euch diesen Unterschied an. Eben 505, jetzt 384. Das ist schon eine leichte Frechheit. So, 705A hat geschossen. Und ich dachte jetzt hier einfach rein, einfach rein. Und dann macht der FV einfach mal Kuckuck und gibt mir zum Glück nur 262. Da hatte ich so viel Glück gerade. So, ich habe ihn jetzt nach vorne gerammt, damit er mich nicht mehr sehen kann. So, er platzt auch. Hinter uns haben wir noch den EBR irgendwo. Das Feld gehört halt leider dem Gegner. Merkt euch jetzt hier auch der Emil, der von rechts die ganze Zeit beschossen wird. Sorgt wenigstens dafür, dass der FV sich umdreht. Dass wir hier jetzt von hinten einfach mal reindrücken können. So, auch der Rappi hat gerade gemerkt, dass das Feld nicht uns gehört. Und wir laufen halt auch extrem, aber der Gegner auch. Aber wir laufen gerade extrem Gefahr, gecappt zu werden. Weil wenn die Lights sich entscheiden, da einfach mal hochzufahren bei uns, dann weiß ich nicht, ob der FV und die Guerilla dorthin kriegen. Weil die können ja beide nur einmal schießen. Und wenn der FV keinen tötet dabei mit seinem Schuss, dann sieht das ganz schön haarig aus. So, WT, keine Ahnung, ob du jetzt wirklich da links pieken wollen wirst. Wirst du? Keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung war. Gut, aber er kriegt noch einen Schuss raus. Ja, das war auch jetzt eine Fehleinschätzung von unserem WT. Okay, AMX-30. Also der wird uns jetzt hier auf jeden Fall noch nerven. Okay, keine Ahnung, wo der hinging. So.
Und einfach so wie der AMX geschossen hat, ich habe erwartet, dass er hier hinten steht am Anfang, also bevor der erste Schuss kam. Und weil es natürlich auch dämlich, dass ich mich habe nochmal spotten lassen von der Grille, damit er mich nochmal beschießen kann, der AMX. Aber der AMX steht tatsächlich hier hinten irgendwo. Und das heißt für uns, wir können hier nicht weiter angreifen. Wir wissen auch noch nicht, wo der CC ist. Okay, jetzt wissen wir es. Der hält die nächste wirklich gute verteidigbare Position jetzt hier vom Gegner. So, FV geplatzt, ohne dass er ein Light rausgenommen hat. Dementsprechend Worst-Case-Szenario jetzt sozusagen. Jetzt fällt mir auf, dass ich keine APCR-Schüsse mehr habe, was extrem ätzend ist, wenn ich gegen EBR oder Light schießen möchte. Besonders auf Entfernung. Die Kugeln brauchen halt einfach länger. Macht für mich wirklich einen großen Unterschied. Da ich halt, also auf der anderen Seite brauche ich auch keinen Heat für die Lights, aber das ist eher relativ irrelevant. Da war der AMX mal wieder. Sondern da kommt es wirklich auf die Fluggeschwindigkeit der Kugel an. Und das, was ich hier jetzt mache, ist halt ein großer Fehler. Hier haben wir extrem geblutet durch die, durch den AMX und durch den CC. Alle, die innen lang gefahren sind, haben geblutet durch die Lights. LT sitzt auch schon da oben. Ach Brudi, ich hätte jetzt tatsächlich lieber den EBR nehmen sollen. Der fährt da völlig hinter mir jetzt einfach her. Und ich bin jetzt hier potenziell auf jeden Fall im Kreuzfeuer. Der war absolut frech. Aber nehmen wir auch einfach mal mit. Und der nervt so extrem da oben, dieser AMX. Ich konnte mich halt einfach nicht entscheiden, wohin. Die Tatsache, dass ich hier runtergefahren bin, ohne dass es groß Sinn, also ohne dass ich groß Nutzen daraus gezogen habe, führt jetzt halt einfach dazu, dass ich hier in dieses, potenziell halt in dieses Kreuzfeuer reingefahren bin. Ich kann von überall beschossen werden. Alle Gegner sind potenziell irgendwie auch One-Shot, also irgendwie auch gut für uns, aber wir sind halt auch schon richtig, richtig bitter am Bluten. Auch von uns sind fast alle One-Shot. Und das 263, ich glaube, der hatte noch HP, der fährt halt einfach irgendwo anders hin. Er sollte halt jetzt hier eigentlich von oben kommen, damit wir jetzt hier endlich die Lights wieder aus unserem Cap rauskriegen und nicht mehr von überall beschossen werden können. Ach komm, der war frech. Da bleibt der dann doch einmal stehen. Ja, 263 wirklich noch voll. Der hat wenigstens noch connected, aber da sieht hier in keinster Weise gut aus. Gegner CC, ich glaube, der hatte auch noch, ja, der ist auch noch voll gewesen. Also richtig, richtig unangenehme Situation. Und jetzt wird halt der 263 da eingekesselt von beiden Lights. Diesen Schritt hier nach da hinzufahren, der hätte halt tatsächlich früher kommen müssen. Und auch ich tingle hier immer noch wie so ein Bekloppter rum. Ich weiß halt, der AMX ist jetzt hier vor mir. Der CC kommt irgendwann auch hier runtergefahren. So, das ging ganz schön fix mit dem TD. Genau, thanks Udes. Ja. Also, ich hätte ihn wirklich nirgendwo, also in keinster Weise helfen können, weil bis ich hier oben bin, bin ich tot durch die beiden anderen, die hinter mir sind. So. Hallo CC. Vielen Dank, dass der noch rein durfte und wir haben somit leider verloren. Einfach durch Fehlentscheidungen, Loch und Löcher von unserem Team und auch von mir, durften halt die Lights hier jetzt runterspielen ohne Ende. Also die haben hier das Spiel ihres Lebens gehabt und haben halt die Runde für sich geholt. In dieser Niederlage konnte ich wenigstens ein bisschen was machen. Ein Kill habe ich jetzt abgestaubt, 6333 Schaden durfte ich rausprügeln, 780 sind gebounced und 879 habe ich noch unterstützt. Das Ganze hat jetzt hier auch fürs Großkaliber und für die Unterstützermedaille gereicht, sowie auch fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 2.
Und wenn man mal hier so auf die Liste guckt, ich hatte von 15 Gegnern mit 15 Gegnern irgendeine Art von Interaktion. Hier in dieser Runde, hier unten, die Arti ist meine. Ich glaube, die hat mich irgendwann gesplashed, deswegen steht die auch hier. Ansonsten kann ich es mir nicht erklären. Aber in irgendeiner Art und Weise wirklich jeden Gegner einmal gesehen oder beschossen worden. Das hat man tatsächlich nicht sehr oft in der Runde. Und wenn man mal auf die Tabelle raufschaut, sind wir jetzt hier bei 643 XP landet und somit auch auf dem ersten Platz. Trefferbild, ja, ist halt Udes-like. Kanone ist halt nicht die beste. Der spielt halt wirklich über den Turm und muss sehr viel schießen, damit er auf viel Schaden kommt. Und also einfach, weil nicht alle Schüsse treffen, wie man halt sieht, und dann auch nicht alle pennen. Gut, teilweise oder halt größtenteils natürlich auch immer Eigenverschulden. Und durch relativ wenig Heatgebrauch, also erst nachdem die APCR zumindest alle war, sind wir jetzt hier bei 44.610 Credits im Plus angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.